Wieso tut sich mein bester Freund das an? Wieso konnte ich das nicht verhindern? Du gönnst es mir einfach nicht. Peter, du warst der glücklichste Mann in Murnau. 7 Jahre Traumbeziehung, 2 Wohnungen, 60 Kilometer Pufferzone nach München. Klösel. Sie ist es einfach. Da bin ich mir ganz sicher. Und genau deswegen solltest du das nicht aufs Spiel setzen. Nach 7 Jahren zusammenziehen, das geht schief. Schließ nicht immer von dir auf andere. Ach, schon komisch. Ein ganz neues Leben. Der Peter und ich, das neue Haus, die Kleinstadt. Ich meine, nirgendwo habe ich so viel Zeit verbracht wie in dieser Galerie. Ja, deswegen will ich dich auch die nächsten Wochen nicht sehen. Lass dich morgen von den Versicherungsmenschen nicht über den Tisch ziehen. 50% gehören immer noch mir. Als stille Teilhaberin. Eine ganz stille. Sag mal, warum hast du nicht gleich die ganzen Umzugsleute gespart? Meine heiligen Stücke transportiere ich immer noch selber. Ah. Und die Koffer? Meine Klamotten. Wenigstens müssen wir nicht den 5. Stock tragen. Bist neidisch? Na, aber mit dem Kerl wie Peter würde ich auch zusammenziehen. Ich hätte nur nicht so lange gewartet. Ist schon recht. Sperr ab und schick dich. Wir treffen uns nur noch am Haus. Hi, Albus. Wenn was ist, Handy. Die Handwerker sind gestern Abend fertig geworden. Schau's dir an. Nein, wir warten auf Katharina. Muss ja gleich da sein. Sag bloß, du wirst die Braut über die Schwelle tragen. Wie hast du nur bei deinem Mangel an Romantik so viel Erfolg bei Frauen? Dann will ich das junge Glück nicht stören. Toi, toi, toi. Danke. Der war teuer. Und jetzt gibt's nur noch uns beide. Was ist das? Was? Oh nein. Das erste erreichen Sie mich beim Herrn Meininger. Ja, alte Adresse. Ja, gut, ich warte. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Im neuen Haus steht oben alles unter Wasser. Ja. Gut, wenn du mehr weißt, dann meldest du dich. Einer der Arbeiter muss den Hahn offen gelassen haben und als sie dann den Haupthahn aufgedreht haben. Aber der Breitenbacher sagt, die kommen natürlich für den Schaden auf. Halt, das nehme ich. Ja. Und wie lange wird es dauern, bis das wieder in Ordnung ist? Schwer zu sagen. Es kommt darauf an, wie tief das Wasser in den Wänden und im Boden steckt. Hallo? Nein, ich weiß selbst nicht, wie lange das dauert. Ja gut, vielen Dank. Also, die Spedition wird jetzt meine Möbel erst einmal einlagern. Das war's, glaube ich. Ja, dann machen wir uns erst mal einen schönen Abend. Sie essen mit uns. Ich mache Ihnen dann im Arbeitszimmer schon mal das Bett, ja? Na, danke. Ich muss heim. Oh, schade. Aber danke für alles. Ich wünsche dir schöne erste Nacht und pass mit deinem Rücken auf nach der Schlepperei. Reiß dich bloß zusammen. Ich bin schon weg. Bleib halt erst mal hier bei mir. Muss uns die Familie eben nur ein bisschen aushalten. Das geht schon für die paar Tage. Ha? Katharina? So schlimm ist doch auch nicht. Wir waren auch schon vorher hier zusammen.
Ich habe uns was Schönes aus München mitgebracht. Hm. Alle deine Leibspeisen. Und zum Dessert? Ich wusste, dass Opa nicht einfach auszieht. Benny. Oh, ist was passiert? Wir hatten einen Wasserschaden. Schlimm? Schwer zu sagen im Moment. Hallo erst einmal. Servus. Bleibst du denn doch hier? Ein paar Tage wird schon dauern, bis wir ins neue Haus umziehen können. Ist doch kein Problem, wir haben genügend Platz. Bleiben wir halt noch eine Weile oben. Essen ist gleich fertig. Eigentlich wollten wir... Aber heute ist Samstag. Samstag ist Spaghetti-Tag. Ich hätte gedacht, dass ich nach 7 Jahren noch was Neues über dich erfahre. Wenn du hier richtig wohnst, sollen wir Oma zu dir sagen? Benny, wenn du weiterhin Geschenke von mir haben willst, dann lieber nicht. Nimmst du keine Bolognese? Ja, bitte dich, du Saskia ist doch Vegetarierin. Ja, ich esse nie wieder was, das meine Familie hatte. Ja klar, aber letzte Woche hast du mir noch mein halbes Schnitzel weggegessen. Und, fällt dir das schwer? Naja, also ich meine, wenn ich Einzelkind wäre, wäre es kein Problem. Ja, gibst du mir mal den naja, aber sie macht das ja alles nur, weil sie für die Schule einen Film über Massentierhaltung dreht. Und dafür war sie im Schlachthaus. Und dann hat sie mich gezwungen, das anzusehen. Mhm. Ist auch wie Kinder, nicht schon wieder. Das sage ich Papa, wenn er aus China zurückkommt. Hey, Chile. Er ist in Chile, nicht in China. Das ist ja wieder mal eine Brauerei in der weiten Welt. Na, die wohl leider nicht mehr. Die muss dann kann er endlich wieder mit mir Fußball spielen. Genau. Und für was filmst du jetzt? Jetzt für die Schule. Meine Familie. Darauf kannst du dich gefasst machen. Vor Saskias Kamera ist niemand sicher. Florian, bitte lass sie. Ja, ist ja gut. Katharina, willkommen in unserem Alltag. Ich bin in den letzten Jahren in kleinen Dosen geimpft worden. Die paar Tage dürfte ich resistent sein. So, meine Lieben, ich pack die Katharina. Und wenn ihr jetzt da unten gleich was ganz furchtbar knallen hört, dann ist das nicht unser erster Streit, sondern ein Champagnerkorken. Vielen Dank fürs Essen. Ist das schön. Das blaue Land. Ich habe hier noch was für dich. Für mich? Ja. Weißt du? Weißt du, ich weiß nicht, dass du heimlich Bettsocken trägst, wenn ich nicht da bin. Ich hab auch was für dich. Ich hätte es so gerne heute schon aufgehängt. Weißt du? Ich wünsche mir, dass wir auch noch in vielen Jahren der Bank vor unserem Haus sitzen und Händchen halten. Dankeschön. Ist wunderbar. Auf die nächsten 7 Jahre. Und was ist dann? Lässt du mich dann raus, oder was? Morgen, mein Schatz. Also, wenn du mir jetzt jeden Morgen so ein Frühstück machst, dann musst du unterschreiben, mich immer noch zu lieben, auch wenn ich fett bin. Guten
Guten Morgen. 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 Paps, der Tester ist im Anmarsch. Was? Ja. Woher weißt du das? Ich habe mit der Resi vom Hotelverband gesprochen. Welcher Tester? Wir werden für den 5. Stern im wichtigsten Hotelführer Europas gehandelt. Das wird uns natürlich Buchungen aus Italien, Frankreich, von überall her bringen. Das Hotel muss allerdings vorher auf Herz und Nieren geprüft werden. Und wann kommt er? Können wir noch zu Ende frühstücken? Der taucht irgendwann einfach auf. Anonym und unangemeldet. Naja, Resi meinte heute, spätestens morgen. Paps, ich habe sowas noch nie gemacht. Du schon. Geh schon. Bitte los! Wir sind ab jetzt immer zusammen. Wir verlieren heute bestimmt wieder. Voll blöd. Die Luschen aus meinem Verein können einfach nicht richtig Fußball spielen. Und ich habe ein Probetraining in München. Wow. Sag mal, so willst du zu Pia? Wieso nicht? Wo ist Florian? Du bist ein Kindermädchen. Also du gehst ihn jetzt holen. Also wenn ich für euch schon einen Fahrdienst machen soll, dann seid bitte pünktlich. Florian, der hat gesagt, er kommt euch nicht mit. Und wieso weiß ich davon nichts? Benni, wie oft soll ich dir denn noch sagen? Bitte. Also ehrlich, können wir jetzt? Ja. Mein Geld fürs Trinken. Ja. Bis nachher, Liebes. Aber mein Geld fürs Trinken. Ja, ja, geht schon. Grüß Gott, Hotel Meininger. Ich spreche mit Daniel Meyerhofer. Ich halte das Ganze. Was ist mit dem? Mit dem Hut? Miss Meininger. Ach, der hat für 2 Wochen gebucht. Der will schon mal jeden Berg in der Gegend hochkraxeln. Nein, so lange bleibt kein Tester. Oder hier, die Sportskanone am Schaukasten. Zu jung. Außerdem, das Hotel Meininger hat ja den Stern verdient. Wir müssen nur so arbeiten wie sonst auch. Hm? Ja. Besser vielleicht. Frau Meininger, das ist ein Telefonat für Sie aus Chile. Aus Chile? Xaver ist doch schon längst im Flieger nach München. Ah, grüß Sie, Hermut. Herr Meininger. Ich habe Ihnen schon eine Liste mit den schönsten Joggingrouten aufs Zimmer legen lassen. Das ist aber schön. Wenn ich sonst noch was für Sie tun kann, jederzeit gerne. Danke sehr. Bitte. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Thank you. Thank you. Hat der Flug Verspätung? Xaver hatte einen Unfall. Was? Er ist in Chile im Krankenhaus. Schlimm? Ich weiß es nicht. Die Brauerei war dran. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber es hörte sich nicht gut an. Oh Gott. Danke, du bist so ein Schatz. Ich werde natürlich versuchen, so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Du und die Kinder, die werden lieb sein, ganz ehrlich. Verena, mal langsam, was ist denn? Ja, ich hole noch meinen Pass. Chefin, wenn wir den Flieger unterwischen wollen, dann brisiert's aber. Ja. Gottes Willen, was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht, der Mo liegt im Krankenhaus in Chile. Das ist ja furchtbar. Wie geht's ihm denn? Du, ich habe keine Ahnung. Deswegen muss ich auch so schnell wie möglich dahin. Wir müssen. Ja. Ah, Katharina, ich habe mit den Kindern noch nicht reden können. Gib ihnen einen Kuss von mir, ja? Danke, danke, danke. Ich glaube, ich spinne. Ich habe noch nie in meinem Leben Baby gesittet. Und wieso hat uns Mama das nicht selber gesagt? Sie hat sich schicken müssen. Sonst hätte sie den Flieger nicht erwischt. Euer Opa kommt heute an. Hey. Euer Opa kommt heute Abend so früh wie möglich aus dem Hotel. Und er hat versprochen, mit uns allen zusammen was Schönes zu unternehmen. Und jetzt wird gegessen. Das ist nicht I, das ist Gorgonzola. Und das? Zunge, Leibspeise von eurem Opa. Ihr habt das gestern alles gekauft und jetzt wird's gegessen. Ich will aber Pizza. Hey, Pizzatag ist Donnerstag. Außerdem hast du schon im Verein gegessen. Bei Mama essen wir nie mittags zu Hause. Und vor allen Dingen nicht sowas. Was soll man dann machen? Sollen wir schwimmen gehen? Ohne mich. Hab was vor. Ja, ich auch. Muss noch lernen. Und ich auch.
Bin ich schon. Und wie lief's? Gut? Nicht. Also, jetzt machen wir alle hier uns mal so ein paar richtig schöne Tage. Und Mama kümmert sich darum, dass der Xaver wieder gesund zurückkommt. Und wer passt dann auf uns auf? Ja, na wir. Du oder die? Ich natürlich. Du bist doch im Hotel. Und Katharina, wenn ich keine Zeit habe. Also. Ich wollte eigentlich mit Mama und Papa reden über Abi und Studium und so. Ja, was gibt's denn da zu reden? Touristik in München, Hotelfachschule in der Schweiz. Dann steht dir die Welt offen und dann übernimmst du ja eh unser Hotel. So, ich gehe jetzt nach unten und ihr überlegt schon mal, was wir nachher machen. Ja. Mit Katharina. Wieso darf die eigentlich über uns bestimmen? Na, weil Mama und Papa eben nicht da sind. Müssen wir dann immer so ein Zeug essen? Zunge. Naja, bei Opa dreht sich eben alles nur noch um Katharina. Ja, mit ihm reden kann man auch nicht. Der hört einfach nicht zu. Und? Wollen wir was Schönes essen gehen? Das dürfte doch auch den Kindern gefallen. Gute Idee. Ach. Wir überlegen gerade, was wir jetzt machen. Kletterwald! Oder wir gehen was essen. Kein Hunger. Du hast doch gesagt, wir machen was Schönes. Na gut. Und was machen wir zwei Frauen? Sollen wir uns vielleicht einen Film anschauen? Wieso? Klettern ist doch gut. Dann holen wir mal unsere Sachen. Hör mal auf! Hohe Hacken sind dann eher nicht angesagt. Ich kann doch nicht die anderen runterschmeißen. Achtung, jetzt kommt der Spaß. Benni, warte nicht so. Ja! Hast dir wehgetan? Entschuldigung. Das erste Mal warst du doch gar nicht schlecht. Mom, jetzt sind wir uns wursten. So einfach, Kinder glücklich zu machen. Ach, für dich vielleicht, ich hab keine Ahnung von Kindern. Na, dann habt ihr da jetzt die Gelegenheit, euch so richtig kennenzulernen. Und lieben so richtig. Hat sich eigentlich der Breitenbacher schon gemeldet? Oh Gott, den wollt ihr ja anrufen. Morgen rede ich mit ihm. Ja, versprochen. Ach, morgen, da muss ich ja ganz früh aufstehen. Da kommt so ein neuer Lieferant. Okay, und ich soll mich um die Kinder kümmern. Was muss ich tun? Hoffentlich nichts, wo ich sitzen muss. Gar nichts. Die Kinder gehen allein zur Schule. Gute Kinder. Ich lass dich ausschlafen.
gut. Ich brauche nämlich jede Menge Heilschlaf. Morgen, mein Schatz. Hast du gut geschlafen? Ja. Nicht mal die Kinder, hast du gehört? Ja. Komisch. Und wie geht's dir jetzt? Oh, schon viel besser. Schön. Ich liebe dich. Ciao. Ich dich auch. Bis später. Ich hab verschlafen. Schick dich, ihr müsst in die Schule. Was für ein Lärm hier. Verschlafen, Schule, Beeilung. Florian, aufstehen. Es ist schon 8:30. Ich mach schnell Frühstück. Ich habe erst zur dritten. Warum hast du uns nicht geweckt? Nächste Frage. Es wird was Anständiges gegessen, hey! Magst du ein Müsli? Ich frühstück nie was. Das ist aber die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ja, das war vielleicht zu deiner Zeit noch so. Dann nimmst du wenigstens einen Apfel mit, da. Und jetzt müssen wir los. Und du fährst im Schlafanzug. Ist doch mir wurscht, komm. Also, raus mit euch. Ja, ihr Rasselbachtel, kommt ihr schon wieder zu spät? Ne? So, dabei. Verstehen Sie mich halt. Das Wasser ist bis auf die Grundmauern runter. Sagen Sie einfach ein Tag, drei Tage, eine ganze Woche. Ich bin sofort da, gell? Ja, Chef. Vielleicht sollte man ja mal einen richtigen Fachmann holen. Wie meinen Sie denn das jetzt? Ja, man muss doch das mit dem Trocknen irgendwie beschleunigen können. Ich lasse 6 große Luftentfeuchter aufstellen. Wir machen so schnell, wie es irgend geht. Versprochen. Versprochen. Ist das denn so gräuslich beim Peter? Nein, aber sagen Sie Bescheid, wenn Sie mehr wissen. Hallo, ich bin's. Bei Mama geht nur die Mailbox ran. Was ist denn hier los? Habt ihr eure Hausaufgaben schon gemacht? Hallo, habt ihr eure Hausaufgaben schon gemacht? Ich glaube, ich hab nichts auf. Du glaubst. Sag mal, findet es eure Mutter okay, was du da machst? Sie ist ja nicht da. Dann wartet so lange, bis sie wieder da ist. Und bei mir wird erst ferngesehen, wenn die Hausaufgaben gemacht sind.
Bei Mama dürfen wir immer zuerst chillen. Erstens mal glaube ich dir das nicht. Und zweitens mal müssen wir uns irgendwie zusammenraufen. Und drittens gilt immer noch die goldene Regel. Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Also macht eure Hausaufgaben. Und dann gibt's unten was Gescheites zu essen, ist das klar? Ja. Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was nimmt die sich eigentlich raus? Naja, die wird sich noch wundern. Ich hoffe, es schmeckt euch. Wir müssen jetzt aber nicht die ganze Zeit, während Mama weg ist, so Öko-Zeug essen, oder? Heute ist Pizzatag. Nein, Benni, heute ist Montag. Ich habe gut aufgepasst. Donnerstag ist Pizzatag. Jetzt probiert's doch wenigstens einmal. Ach, und eure Hausaufgaben? Habt ihr nicht gemacht? Was soll das jetzt? Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Und was war heute Morgen? Wieso willst du immer über uns bestimmen? Du bist nicht unsere Mama und auch nicht unsere Oma. Das hast du selbst gesagt. Okay, weißt du was? Ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf. Lass hochgehen, da ist noch eine Pizza im Tiefkühlfach. Ja! Ich hol gleich mal die Kinder. Keine gute Idee. Mann, wir haben wirklich nur ein paar Minuten ferngeschaut. Und dann ist sie gleich ausgerastet. Und was ist mit den Hausaufgaben? Haben wir natürlich gemacht. Ich hol sie. Meininger? Ah, Verena. Ich mag auch mit Mama telefonieren. Ja. Okay, okay, nein, gut. Ja. Nein, hier ist alles in Ordnung, ja. Ja gut, aber nicht vergessen, ja? Mach ich. Bis bald. Ich muss Mama ist gut angekommen. Mama ist gut angekommen, sie ist jetzt im Valparaiso, wo Papa im Krankenhaus ist. Und wie geht's ihm? Muss ich fährt zu ihm und dann meldet sie sich wieder. Ich soll euch ganz toll grüßen. Sag mal, wolltet ihr nicht was holen? Saskia, zeig mir mal deine Arme. Wieso? Ich komme mit den Kindern nicht zurecht. Das wird schon noch. Muss vielleicht ein bisschen lockerer werden. Das sind nur meine Kinder. Aber sie mögen dich. Das weiß ich. Heute im Haus? Ja, ich hab's gehört. Du hast dem Läuseln ganz schön Respekt eingejagt. Darf ich? Oh ja, entschuldige. Oh. Seit wann liest du Zeitung im Bett? Ja, schon immer. Nicht, wenn wir zusammen waren. Naja, das war dann halt so die Katharina-Zeit. Jetzt sind wir endlich zusammen. Das ist doch das Wichtigste. Hm? Aber ich bin hier nicht zu Hause. Ich bin Gast. Na ja, da machst du doch zuhausiger. Hm? Gibst du einen Teil ab? Ja klar, Foto. Von deinem Kleiderschrank, du Kasperl. Etwas Respekt, bitte, ja? Benni, beeil dich! Lass mich in Ruhe! Morgen! Florian, aufstehen! Ich muss erst zur Tür. Mach jetzt endlich auf! Geh doch runter zur Opa!
Ich komme jetzt rein. Geht doch. Ja. Ich glaubte nicht, dass du erst so spät Schule hast. Wow. Sind die von dir? Hey, lass es liegen. Okay, ich stehe auf. Aber dann musst du rausgehen. Bin schon weg. So macht man das im modernen Management. Jeder trägt hier ein, was er wann hat. Sport, sonstige Verpflichtungen und zu welcher Stunde er morgens in der Schule sein muss. Dann fällt das mit dem zu spät kommen schon einmal flach. Ja? Hallo? Mama! Ich bin auch in der Mathe. Warte mal, was? Ich verstehe dich schlecht. Bitte. Jetzt warte mal. Was sagt sie denn? Ich mache schon mal Frühstück. Komm. Was? Jetzt zur Ruhe. Wie geht's dem Papa? Mittel. Bei uns im Hotel sind die Handwerker. Grüßen Sie ihn von mir, ja? Werde ich machen. Die ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ah, Frau Galler ist doch viel zu nett. Außerdem bin ich mir jetzt sicher, wer es ist. Wer? Ist er der Prototyp eines Hoteltesters? Also die Mappe mit dem Fragebögen immer am Mann, kritischer Blick, Ausstrahlung eines Lehrers und dann sein angeblicher Name, Max Müller. Ich bin schon so lange im Geschäft. Mich kann man nicht so leicht täuschen. Grüß Gott, Herr Müller. Ach, Herr Meininger, gut, dass ich Sie sehe. Was kann ich für Sie tun? Naja, also angeblich soll man hier doch überall Zugang zum Internet haben. Richtig. Naja, aber es funktioniert nicht. Na, das werden wir schon hinkriegen. Was sagt denn Ihr Netbook? Hat das Kontakt zum Router? Sie muss doch kein Computerexperte sein, um meine E-Mails zu lesen. Herr Meininger, Entschuldigung, Telefon für Sie, Ihre Tochter. Einen Moment bitte. Könnten Sie unseren Techniker holen? Entschuldigung. Vielleicht müssen Sie einfach nur die Einstellung Ihrer Firewall ändern. Firewall? Darf ich mal schauen? Ja, von mir aus. Folgen Sie mir bitte. Entschuldigung, ist mein Opa da? Ein kleiner Moment bitte noch, der telefoniert gerade. Richtig. Jetzt sind Sie dran. Ach, danke. Gerne. Und? Alles okay. Saskia, das ist übrigens Daniel, unser neuer Praktikant. Seiner Familie gehört die Traube in Tegernsee. Saskia, meine Enkelin. Du, ich habe gerade mit Mama telefoniert. Ja, ich weiß, Papa hat sich sein Bein gebrochen. Aber Mama hat gemeint, sie kommt vielleicht morgen trotzdem schon zurück. Was willst du eigentlich hier? Opa, ich habe einen Termin. Ah ja? In der Küche. Mein Film für die Schule. Ach ja. Daniel, könnten Sie Saskia begleiten? Ja, klar. Danke. Viel Spaß. Danke. Madame. Und links. Grüß Gott. Grüß Gott. Herzlich willkommen hier, Frau Buhmann. Los. Ist alles umgeräumt. Wo ist mein Sessel? Ich fasse es nicht. Hallo, mein Liebling. Na, was sagst du? Gefällt's dir nicht? Doch, schon. Ich hab's mir zu Hause hier gemacht. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Was ist denn hier passiert? Die Kinder haben sich was zu essen gemacht. Ja. Aufräumen wollten sie nicht. Müssen sie angeblich nie. So. Jetzt reicht's. Thank you.
Wo heute Morgen meine Küche war, da ist jetzt ein Schlachtfeld. Mach das weg. Katharina ist doch da. Außerdem hast du eine Putzfrau. Na, mal, spinnt ihr? Ihr räumt das jetzt auf! Und dann macht ihr hier klar, Schiff. Aber sind doch nicht deine Hotelangestellten. Aber auch nicht meine Hotelgäste. In dem Hotel, das du mal übernehmen wirst, steht Ordnung und Sauberkeit ganz oben. Und das kannst du hier schon mal üben. Darüber wollte ich sowieso mal mit also dir sprechen. Also haben wir uns verstanden. Wo ist denn eigentlich Benny? Im Training. Küche ist fertig. Bei mir jetzt nie so widerspruchslos aufgeräumt. Ja, ich habe eben die großväterliche Autorität. Das wird schon noch. Auf dich. Auf die beste Frau der Welt. Mal schauen. Keine Planung, kein Pendel mehr. Wann du kannst, wann ich kann. Sehr fein. Sie sind eben Kinder. Die vermissen ihre Eltern. Der Florian zum Beispiel. Kopf aus. Hey, kleiner Mann, was ist denn los? Ich kann nicht schlafen. Ja, was machen wir denn da? Kopf aus. Schlaf gut, Schatz. Du auch, Liebster. Toll. Ja. Oh, je, je. Du, weißt du was? Ich nehme einfach mittags frei und wir essen auf der Casa ein. Ah. Ja, man, so als Entschädigung für gestern Abend. Ja. Oh. Holst du mich vom Hotel ab? Nee, ich gehe zu Fuß hoch. Wozu bin ich denn in die Voralpen gezogen? Naja, um eins bin ich da, ja. Freue mich. Wieso bist denn du noch da? Ich hab erst zur dritten. Hä? Wirklich. Die Mama. Ja, es geht keiner ran. Das ist jetzt mitten in der Nacht. Außerdem, Handy ist viel zu teuer. Warum nimmst du nicht deinen Laptop? Da kostet nichts. Hat sie verboten. So ein Blödsinn. Hat sie einen Laptop dabei? Ja, immer. Wenn du willst, dann richte ich ihn dir ein. Dann kannst du es sogar sehen. Im Ernst? Mhm. Ja, super. Sonst? Alles okay? Ja. Wieso nicht? Thank you.
Wasser zu reichen. Tu mal den Teller rüber, dann tue ich da was drauf. Ja. Was magst du? Was magst du? Tomaten, oder? Das ist ja gleich. Meininger? Peter, wo bleibst denn du? Ach, Nati, ich hab's vergessen. Ah. Die Weinprobe. Verstehe. Weinprobe. Ach, okay. Es tut mir leid. Nein, alles gut. Entschuldige. Der Weg hier rauf war trotzdem schön. Ciao. Vergessen. Germknödel. Hallo? Bin gleich da. Die gönn ich mir jetzt. Ich könnte jetzt deinen Laptop einrichten. Hallo? Latschst du immer einfach bei Leuten ins Zimmer? Bitte? Ich habe angeklopft. Ich habe jetzt keine Zeit. Scheint eine Familienkrankheit zu sein. Wer von meinen Nervbrüdern stört jetzt? Ich könnte dir jetzt deinen Laptop einrichten. Dann kannst du deine Mama anrufen. Mhm. Ja, super. Komm rein. Lass mich mal her. Nicht anders. Herr Breitenbacher. Ah, dann ist es vielleicht der attraktive junge Kellner, der mich heute auf der Casa Alm bedient hat. Ach, du bist das. Dich habe ich schon total vergessen. Du kostest es wirklich richtig aus, hm? Stimmt's also doch. Was? Dass Männer Blumen schenken, wenn sie schlechtes Gewissen haben. Was hast du noch angestellt? Gnade. Im Hotel war die Hölle los. Hättest wenigstens anrufen können. Ich hab's im Stress einfach vergessen. Müssen wir uns vielleicht Sorgen machen? Wegen Alzheimer oder sowas? Es funktioniert. Wir reden gerade mit Mama und Papa, kommt auch gleich dazu. Kommst du, Opa? Die haben vielleicht ein Pech. Wieso? Ja, die würden eigentlich schon im Flieger sitzen, aber in Chile streiken die Fluglotsen. Oh. Bist du sauer? Nein. Ach. Ich hab dich einfach sitzen lassen. Hm? Ich gewöhne mich schon dran. Es tut mir leid. Schon gut. Ja, dich. Du kannst schon mal Tisch decken. Ja, hat's geschmeckt? Passt schon. Nein, du hast doch voll eklig. Du hast jetzt mal eure Teller. Florian, komm. Ja. Hast du's? So. Und jetzt waschen wir alle zusammen ab. Ja, und ich gehe dann in den Spülfilm. Ja, das ist schlecht. Ich muss noch für eine Klausur lernen. Ja, ja. Ich auch. Könntest du ja eigentlich pokern? Ja.
Aber nicht so gut wie ich. Na, da schauen wir doch mal. Genau. Na los, abräumen. Und worum spielen wir eigentlich? Ums Abwaschen. Wer als Erster keine Streichhölzer mehr hat, wascht ab. Beleidigt, wer es verloren hast. Nein. Benni, was ist denn los? Ich kann nicht schlafen. Die paar Tage, bis die Mama und der Papa wieder da sind, die packen wir doch. Wir sind doch ein gutes Team, oder? Aber so lange kann ich nicht warten. Warum nicht? Ich mag unbedingt Fußballprofi werden. Ja und? Ich bin der Beste aus unserer Mannschaft, sagt Dennis. Dennis? Unser Trainer, ich schieße super mit rechts. Und letztens habe ich ein Tor gemacht. Mit links. Wie der Schweini. Wie der Schweinsteiger? Mhm. Deswegen darf ich auch zum Probetraining in München. Da nehmen sie nur die Besten. Und ich habe eine super Chance, sagt Dennis. Und wenn ich da nicht hingehe... Es ist schon spät und Fußballprofis brauchen ihren Schlaf. Aber wenn Mama nicht kommt... Psst. Jetzt schlaf, morgen ist einer Tag. Komm. So, wie hast du das geschafft? Tja. Du, der Florian ist immer noch nicht daheim. Der ist 17. Mach dir doch um den keine Sorgen. Schön waren, oder? Sag mal, geht's dir noch gut? Das ist das dritte Mal, dass ich dich erwische mit dem Schmarrn. Na komm. Was komm? Ja, und vorher war es schöner, die Wand, oder was? Ja, vorher war es eine Wand. Ja, grau, langweilig. Du, sag mal, spinnst du? Was soll denn das? Verstehst du sowieso nicht. Ja, das möchte ich ja nicht verstehen. Das muss weg. Florian! Das ist mir doch wurscht. Was machst denn du da? Ja, jetzt, sag's. Sachbeschädigung, Verschandelung des Stadtbilds, Diebstahl meiner Arbeitszeit. Was? Hast du das gemacht? Und damit musst du jetzt sofort zu Opa rennen, oder was? Nein, das ist großartig. Geh mal zur Seite. Großartig? Das ist eine ganz elendige Schmiererei, ist das. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ja, nur, dass wir diesen Künstler schon dreimal erwischt haben die Woche. Tut mir leid, das müssen wir wegmachen, egal wie. Macht das weg, ist mir wurscht. Macht das weg. Machst du sowas illegal? Es gibt Künstlervereinigungen, Zeichengruppen, Volkshochschulkurse. Man kann Kunst studieren. Was ist denn daran so lustig? Hab ich auch gemacht. Ich und Kunst studieren? Ja, warum denn nicht? Sag das mal meinen Eltern und Opa. Ich soll BWL studieren oder Tourismus. Naja, irgendwas fürs Hotel halt. Ja, die denken, dass du das willst? Ja. Mich hat aber nie jemand gefragt. Der Erstgeborene muss den Betrieb übernehmen. Naja, Saskia wird wahrscheinlich Walfangschiffbesetzerin und Benni Fußballprofi. Und wenn Mama und Papa nicht bald nachlegen, dann bleibt sonst keiner mehr. Aber du musst auch glücklich werden. Jetzt machst du erst einmal dein Abitur. Und dann... Ist noch was? Du sagst hiervon nichts, Opa, okay?
Abgemacht. Aber nur, wenn du mit ihm redest. Und zwar Klartext. Okay. Schön sauber streichen, gell? Na gut, also da haben wir noch eine Hummerschaumsuppen, dann einen Lachs und als Fleischgericht Kalb. Und als Dessert? Sorbet. Ja, das sind Franzosen, Sorbet können die jeden Tag essen. Nein, nein, ich will was Bayerisches. Na, mein, machen wir halt eine Bayerisch-Creme. Na gut, gut. Herr Meininger, ja? Ihre Familie wartet auf Sie. Wer? Alle. Was ist denn los? Mama hat auf den Computer angerufen, dass ein Vulkan explodiert. Was? Es gab wirklich einen Vulkanausbruch. Ja, und ist Ihnen was passiert? Nein, aber wegen der Aschewolken geht es erstmal überhaupt kein Flieger mehr. Oh Gott, was macht man jetzt? Essen! Ich hab Hunger! Ja, also für das Problem gibt's eine Lösung. Ich lade euch einfach alle zum Essen ein. Das Küchenchaos, das sparen wir uns für heute. Und außerdem habe ich auch noch eine Überraschung für euch. Cool. Kann ich noch eine Limo? Trink nicht so viel, sonst kannst du ja nichts mehr essen. Genau, trink nicht so viel. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber dafür hat das die Küche extra für dich gemacht. Hier gibt's ja ansonsten auch nur Sachen mit Fleisch. Es sind eben noch nicht alle Vegetarier. Hm? Meine Mutter ist auch Vegetarierin. Ach, Daniel, Florian, das ist Daniel, unser bester Praktikant. Ihr solltet euch wieder mal unterhalten. Florian wird später das Hotel übernehmen. Da wäre es nicht schlecht, vor dem Studium mal so einen Sommer hier zu arbeiten. Hm? Das ist bisher nicht so seine Stärke. Hm? Naja, jeder hat eben so seine eigenen Stärken. Und darüber wollte ich sowieso mal mit dir sprechen. Was ist denn nun die Überraschung? Abwarten. Erstmal wird gegessen. Schmeckt sie denn nicht? Doch. Ja, was ist denn? Dauert das lange mit der Asche? Kommen Sie wenigstens morgen. Das kannst du vergessen. Es dauert, bis der Himmel wieder frei ist. Und was ist mit meinem Probetraining? Hey, ich wollte was sagen. Moment. Ich muss mal schnell dem Alois Hallo sagen. Entschuldigt bitte. So. Oh. Schon Stress im Paradies? Ach, ist nichts. Ich will nur einfach einen Moment Ruhe. Ja, Dankeschön. Ja. Brauchst nichts zu sagen. Nein. Katharina ist wunderbar. Warte nicht drauf, bis er dich anspricht. Männer sind manchmal ein bisschen blöde. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Wollte Opa nicht mit uns essen? Okay, okay. Das dachte ich auch. Herr Breitenbacher. Frau Baum, gerade haben wir von Ihnen gesprochen. Es ist bestimmt nicht grauslich beim Peter, aber was machen denn unsere feuchten Wände? Leider habe ich da keine so guten Nachrichten für Sie. Wir müssen wahrscheinlich den ganzen Putz abnehmen. Was? Tut mir leid, kann man nichts machen. Die Kosten übernehmen natürlich wir. Kommst du? Wir warten auf dich. Ich trinke erst noch mal Bier aus. Wenn es nur das ist. Fertig. Ich bin fertig mit Essen. Was ist jetzt die Überraschung? Na, was sagt ihr? Darf den cool! Wird mir da auch nass? Ja, du musst dich wirklich ganz blöd anstellen. Du schaffst es schon, ich bin noch dabei. Opa, ich. Herrlich, hä? Ja. Ich muss aber mit. Das ist der Chef vom Fremdenverkehrsverein. Einen Moment. Siehst du? Du musst den richtigen Zeitpunkt abwarten. Opa hat aber nie Zeit. Ich weiß. Komm her, ich helfe dir besser. Kommst du? Wartet auf mich!
muss mir erst was anderes anziehen, bin ja total nass. Wie war das? Wann wird man klitschnass? Wenn man das ganz blöd anstellt. Ihr seid vielleicht witzig, ja? Das ist ein Gesicht. Schatz! Hast du das karierte Hemd von mir gesehen? Dieses großkarierte? Ich habe schon mal angefangen, ein bisschen auszumisten. Also, was meine Sachen? Das ist mein Lieblingshemd. Seit wann? Schon nach dem Krieg? Das ist von meiner Motorradtour durch Amerika. Das schaut so aus, als hättest du dein Motorrad damit geputzt. Peter, ich habe dich noch nie in dem gesehen. Du ziehst das alles nie wieder an. Doch, bestimmt. Mit Sicherheit. Nein, das gibt's nicht. In dem Hemd habe ich dich kennengelernt. Und trotzdem habe ich mich in dich verliebt. Ich wollte dir nur helfen beim Ausrangieren. Ist noch lang kein Grund, alle meine Sachen wegzuwerfen. Ohne mich zu fragen. All deine Sachen. Du regst dich auf, weil ich ein paar Hemden aussortiere. Als hätte man keine anderen Sorgen. Du fangst aber jetzt nicht wieder mit dem Haus an. Der Alois tut, was er kann, ja? Ich habe auch einmal einen Wasserschaden gehabt. Nach 3 Tagen war ich wieder in meiner Wohnung. Vielleicht sollte mal einer ran, der wirklich was davon versteht. Achso, du meinst, ich soll den Breitenbacher rausschmeißen? Ich bin mit dem seit Ewigkeiten befreundet. Das kann ja sein, aber als Handwerker taugt er nix. Erst meine Hemden und jetzt wissen wir auch noch meine Freunde madig machen. Ich will doch nur, dass sich jemand um unser Haus kümmert. Und wenn ihr so gut befreundet seid, dann kannst du ihm das auch sagen. Weißt du was? Ich habe ihn praktisch seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich glaube, das hole ich jetzt nach. Ich habe mich so gefreut auf Zusammenleben. Jetzt ist sie da. Jetzt stellt sie dein Leben auf den Kopf. So sind Frauen nun mal. Na, nicht nur einer Woche. Wie soll denn das werden, wenn wir erst mal so richtig zusammen wohnen? Ja. Mit Verlaub. Wäre das nicht intelligenter gewesen, du hättest dir das überlegt, bevor du sie überredest, ihre Wohnung aufzugeben und nach Murnau zu ziehen? Alles war so toll. Katharina war so toll. Sie war toll, oder? Und jetzt streiten wir uns wie so ein altes Ehepaar. Dieses alte Ehepaar hast du mit deiner Schnapsidee vom Zusammenziehen aus euch gemacht. Wenn bloß alles wieder so wäre wie früher. Ist es dein Ernst? Tja, klar. Bist du ganz sicher? Da kann man was machen. Wie? In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Ich hab dich schlafen lassen. Die Kinder sind schon in der Schule. Es tut mir leid wegen gestern. Mir auch. Ich hab deine Hemden wieder in den Schrank gehängt. Nein. Du hast ja recht. Ich zieh sie aber gerne mal an. Findest du es grauslich mit mir? Natürlich nicht. Oder hast du Schiss gekriegt? Nein, es ist nur alles so neu. Und es läuft alles schief, was auch nur schief laufen kann. Ein Wasserschaden oder Xavers Unfall. Wenn du Angst kriegst, mit mir zusammenzuleben, dann sagst du es mir. Aber bitte, ich habe keine Angst. Wenn du sie aber kriegen solltest, dann sagst du es mir. Versprochen? Versprochen.
Kann ja mal sein, dass man sich fetzt. Aber da muss man die Karten auf den Tisch legen. Sonst kommt man schnell in den Strudel von Lügen und Unaufrichtigkeiten. Ja, hast ja recht. Weißt du was? Wir geben dem Breitenbacher noch einen Tag. Und wenn er es bis dann nicht schafft, nehmen wir jemand anders. Versprochen. So, und jetzt frühstücken wir. Ja, Herr Meininger? Was? Ja, natürlich, natürlich, ich kümmere mich drum. Du, stell dir vor, das war die Schule. Der Benny ist weg. Schau mal da. Was? Nein, das gibt's doch nicht. Wo kann denn der sein? Wir werden ihn schon finden. Florian und Saskia suchen auch. Bieg mal da vorne rechts ab. Ich habe ihn ja selber hingebracht, aber nach der ersten Stunde war er wie vom Erdboden verschwunden. Vielleicht vermisste seine Mutter doch mehr, als wir gedacht haben. Wir haben uns viel zu sehr um unsere eigenen Angelegenheiten gekümmert. Florian und Saskia melden sich auch nicht. Nein, nichts. Da, da, da ist er! Benny! Marian? Du, ja, wir sind in einer südlichen Ortsausfahrt. Ja, direkt am Ortsschild. Ja, super! Bis gleich. Benny, was machst du denn? Du hast uns einen Riesenschreck eingejagt. Was ist denn los? Es ist dir bestimmt keiner böse. Heute mein Probetraining in München. Heute? Ja, warum sagst du nichts? Hab ich doch, aber es hat mir niemand zugehört. Und ihr habt sowieso keine Zeit, mich zu fahren. Und jetzt wollt's ganz allein nach München? Florian hat gesagt, das kann ich knicken. Und Saskia hat keinen Führerschein und ich auch nicht. Ich fahr dich nach München. Ja. Und deine Geschwister nehmen wir mit, okay? Ich will, du kannst dich einfach abhauen. Das ist ein okay? Schnell, 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 komm, geh da einsteigen. Wir müssen nach München, schnell. Ich muss leider ins Hotel, ist das okay? Ja? Okay. Schnell. Steig ein. Ja, komm. Das geht ja schon in einer Dreiviertelstunde los. Fährst du mich noch zum Hotel? Das kann ich jetzt unmöglich. Ich kann's auch. Viel Erfolg, Benny. Benny, viel Erfolg. Das schaffen wir sonst. Benny, viel Erfolg. Danke, Opa. Anschlagen. Ach, Sapp. Uns Handy ist im Auto. Mist. Komm, schnell, schnell. Pünktlichkeit ist das oberste Gebot. Sie sind bestimmt ein hervorragender Trainer. Und deswegen werden Sie in 10 Jahren, wenn der Bub in der Nationalmannschaft spielt, stolz sagen können, den habe ich entdeckt. Obwohl ich damals über meinen eigenen Schatten habe springen müssen. Fang an, komm. Hast du gesehen? Sehr gut. Komm, Bille, komm. Meter.
Natürlich lebt sie. So einen harten Schuss hast du auch wieder nicht. Eiswürfel. Du siehst aus wie eine alleinerziehende Mutter. Zu schlimm. Ist noch freundlich ausgedrückt. Ich hol dir einen Kaffee. Geht's dir langsam wieder besser? Der Künstler ist noch jung, ganz neu auf dem Markt. Hey, hey, nicht so nah an die Bilder. Pass auf. Ja. Morgen, Penny. Guten Morgen. Sie nehmen mich, Sie nehmen mich. Morgen. Morgen, Saskia. Lust auf Frühstück? Oh, ich muss erst duschen. Euer Opa ist schon im Hotel. Ja, ist ja nichts Neues. Morgen, Florian. Morgen. Wollte ich gerade wecken. Weißt du, was cool ist? Ja, dass du neuerdings morgens lächelst. Nein, dass ich endlich weiß, was ich machen will. Ich meine, du hattest einfach recht. Ich habe keine Lust auf Hotel und schon gar nicht auf Studium. Ich will malen. Ich will, dass meine Bilder in Galerien hängen. Und was ist mit deinem Abitur? Van Gogh hatte kein Abi. Und Banksy wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, ich vergeude doch nur meine Zeit. Und das habe ich jetzt wirklich schon lang genug gemacht. Jetzt male ich nur noch. Florian, welche von meinen Worten, mach dein Abitur und studier Kunst, hast du missverstanden in schmeiß dein Abi und beantrage Hartz IV? 2.800 Euro. Für ein Bild. Und das für einen Anfänger. Ich mal 3 Bilder am Tag. Du machst dein Abitur und dann sehen wir weiter. Und das Wichtigste ist, heute Nachmittag redest du mit deinem Opa. Ich flieg doch eh raus. Wie bitte? Ja. Die lassen mich doch mit meinen Fehltagen nicht zum Abi zu. Gib mir die Nummer von deinem Direktor. Frau Baum, Florian hat fast 50% Fehltage. Ich hatte ihn mehrmals hier zum Gespräch. Ich habe seinen Eltern 3 Briefe geschrieben. Die haben nicht drauf reagiert und irgendwo ist mal Schluss. Die familiäre Situation ist wirklich schwierig. Der Vater ist monatelang im Ausland und die Mutter arbeitet viel. Und der Florian muss erst mal begreifen, was er wirklich will. Das hat er anscheinend. Er will es einfach haben. Schauen Sie, der Bub ist nicht kriminell. Er ist nicht einmal unhöflich. Er ist ein Jugendlicher, der Unterstützung braucht. Und ich finde, die hat er verdient. Ich sehe nicht, dass er sie will. Er steht unter großem Druck, in eine Zukunft zu sehen, die er nicht will. Er will Kunst studieren. Und dazu braucht er sein Abitur. Und das sagen Sie als... Ja, als sowas wie Oma. Wir schaffen das als Familie. Drei Bedingungen. Ich will von Florian selber hören, dass er sich ändert. Kein einziger Fehltag mehr und seine Eltern bemühen sich endlich hierher. Abgemacht. Und vielen Dank, dass Sie sich am Samstag für mich Zeit genommen haben. Ach, wissen Sie, ich bin fast jeden Samstag hier sonst. Schafft man diesen Papierkram nie. Wiedersehen. Wiedersehen. Also nochmal, Sie beide kümmern sich um das Frühstück für die normalen Gäste. Guten Morgen, die Damen. Ja, und Sie übernehmen den Brunch für den Hochzeitsempfang. Muss fertig sein, wenn die Gäste aus der Kirche kommen, ja? Jawohl. Gut. Die Blumen, das ist die Frage, was nehmen wir für Blumen? Pfingstrosen. Pfingstrosen, ja, schön. Gut. Wer besorgt die? Die kann gerne ich besorgen. Gut, wunderbar. Ja. Was ist denn? Ich muss mit dir reden. Hat das nicht Zeit bis nachmittags? Es ist wirklich wichtig. Was machen Sie denn da? Ja, ich baue die Entlüfter ab.
Die sollen woanders hin. Was? Wer sagt denn das? Ja, der Chef. Das kann nicht sein. Der Herr Breitenbacher. Ja. Wann? Ja, gestern. Er hat gesagt, wir können uns ruhig ein bisschen Zeit lassen. Die neuen Mieter, die haben sich woanders überlegt. Das geht so weit, das ist ja nicht zu fassen. Ich rede mit dem Breitenbacher. Ha, so hast du das gemeint. Ich habe mich noch so gefreut, dass du dich mit dem Florian so gut verstehst. Und jetzt? Auf einmal will er das Hotel nicht mehr. Auf einmal hat er andere Pläne. Was hast du eigentlich dabei gedacht? Ja, genau, das wollte ich dich fragen. Seit 4 Generationen ist dieses Hotel im Familienbesitz. Ich reiß mir den Allerwertesten auf, um den 5. Stern zu bekommen. Glaubst du, ich will das alles einem brotlosen Künstler überlassen? Aber er will es doch gar nicht haben. Ja, du kommst hierher und stellst alles auf den Kopf. Meine Wohnung. Okay, aber dass du mir das antust, dass du meine Familientradition kaputt machst. Ich kann's nicht mehr hören. Du redest und redest von Familie und merkst nicht einmal, dass die Saskia zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt ist. Und der Benni. Ach, wann hast du eigentlich das letzte Mal dem Florian wirklich zugehört? Er ist drauf und dran, die Schule zu schmeißen. Das ist ja kein Zufall, dass er gerade jetzt auf diese Ideen kommt. Jetzt? Er quält sich seit einer Ewigkeit damit rum. Ich mach nichts gegen dich. Schon gar nicht hinter deinem Rücken. Moment mal, was soll das heißen? Hast du nicht dem Breitenbacher gesagt, dass er sich mit unserem Haus ruhig ein bisschen Zeit lassen kann? Nein. Doch, aber... Danke, das ist ja das Allerletzte. Wahrscheinlich war der Wasserschaden von Anfang an eine abgekartete Sache zwischen dir und deinem Freund. Was? Haben wir nicht darüber gesprochen? Lügen und Unaufrichtigkeit ist das Schlimmste. Und ich hab dir vertraut. Wäre ich doch in München geblieben. Du redest vom Vertrauen? Du, ich hab dir meine Familie anvertraut. Das Wichtigste in meinem Leben. Hab schon verstanden. Und da gehöre ich nicht dazu. Ja, da gehörst du noch lange nicht dazu. Dann kann ich ja gehen. Ja, wenn du meinst, dann geh doch. Ihr hättet gleich auf den Breitenbacher hören sollen. Was denn? Naja, das Haus steht noch. Warte, ich helfe dir. Okay. So, wo sind denn die Kinder? Hallo? Mama. Hey! Wiedersehen. Oh, mein Süßer. Na, no, alles klar. Hey. Hey. Ja, aber du siehst ja großartig aus. Papa, was ist denn hier los? Engelchen, du kannst so lange bei mir wohnen, wie du willst. Immer unter der Voraussetzung, du lässt deine Finger von meinen Hemden. Aber du darfst ihn jetzt hängen lassen. Ihr habt jetzt einen ersten großen Krach hinter euch gebracht, ein paar Nächte drüber geschlafen und jetzt redet gefälligst mal miteinander. Und wegen dem habe ich mir schöne Wohnung aufgegeben. Ich Idiot. Schwachsinn. Du wolltest genauso wie er, dass ihr zusammenzieht. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf eurer. Danke. Toller Freund. Und uns sagen sie immer, wir wären Drama-Queens. Servus. Na, das lassen wir schön. Bevor das jeden Nachmittag zur Gewohnheit wird. Und rede mit der Katharina. Und hör auf mit dem Selbstmitleid. Das ist ja nicht zum Aushalten.
Und bei dem war ich dreimal Trauzeuge. Ja, meinen, ja. Was wollen Sie denn nur hier? Stecken Sie sich doch Ihren Stern meinetwegen sonst wo hin. Mein Enkel wird das Hotel sowieso nicht. Soll sich doch meine Tochter drum kümmern. Wozu mache ich denn das alles hier? Ja, das ist doch... Ja, ja, ich weiß, ich bin unhöflich und Sie sind penetrant. Guter Hoteltester ist nicht penetrant. Sie sind eine Schande für Ihren Beruf. Tester? Ich bin Realschullehrer. Ich organisiere eine Tagung von Kollegen im nächsten Sommer. Ja, eigentlich wollten wir das hier bei Ihnen machen. Nur das hat sich jetzt erledigt, Herr Meininger. Sehr schön. Fängst du an oder soll ich? Ja, schauen wir mal. Opa ist da. Was macht ihr denn hier? Wir haben Frühstück für dich gemacht. Komm, setz dich. Seit wann frühstückt ihr denn morgens? Soll ich euch zur Schule mitnehmen? Mm-mm. Du musst sie zurückholen. Kaffee? Gern. Kauf Blumen und fahr zu ihr. Das ist nicht so einfach. Doch, ich habe auch schon mal für Mama Blumen gekauft. Jetzt mal ehrlich, was ist denn daran so schwer? Du junger Mann, du hältst mal schon von vornherein den Mund, ja? Egal. Es tut mir leid, ich muss ins Hotel. Ciao. Ohne uns kriegen die das nie auf die Reihe. Ja, das glaube ich auch. Dankeschön. Ach, ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Daniel? Hallo. Hey. Also, dieser Kasten wird wahrscheinlich irgendwann mal mir gehören. Mein Bruder will ja lieber Maler werden. Und auch wenn ich vielleicht deine Chefin werde, hättest du eventuell Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Nur du und ich. Ja. Tut mir leid, ich trenne strikt beruflich und privat. Alte Hotelfachregel. Mhm. Sehr gerne. Ja, super. Und dann wollte ich dich noch um Gefallen bitten. Du müsstest aber den richtigen Moment verpassen. Um was geht's? Darf ich Ihnen meine Tante vorstellen? Gudrun Galler. Was? Sie sind seine Tante? Herr Daniel, warum haben Sie nichts gesagt? Ich hätte Ihnen doch eine Suite gegeben. Das durfte er natürlich nicht. Ich bin mit meinem Bericht fertig. Exzellenter Service, wunderbare Zimmer, ein kompetentes Team. Ich finde, dass Meininger den 5. Stern in unserem Hotelführer verdient. Sehr sogar. Tatsächlich, ja. Glückwunsch. Danke. Das hier wurde für Sie abgegeben. Sie sollen es sich sofort anschauen. DVD. Anschauen, sofort. Zeig mal. Oh.
Ronny Sekunde, dein Kaliber. Verschol mich bitte. Der will das Pärchenbild kaufen. Verscherbel oder besser verschenk's. Dein Job. Du nervst. Ich weiß. Ich möchte so ein paar alte Bilder bei mir abhängen und mal was Neues ausprobieren. Das ist der reinste Kitsch. Also mir hat jemand vor einer Woche erzählt, das wäre sehr schön. Dann hat da jemand einen Schmarrn erzählt. Ach, du hattest ja recht. Ich habe Schiss bekommen für einen Moment und dann ist alles aus dem Ruder gelaufen. Und warum hast du nicht mit mir geredet? Wie denn? Ich war sauer auf dich wegen Florian. Kommst du nach Hause? Unter einer Bedingung. Was? Ab jetzt suche ich die Handwerker aus. Ach. Bitte vorsichtig, das ist der Scheller. Das kommt in den Flur. Und das war Küche. Die Bank könnt ihr da vorne dahin. Ja? So. Vorsichtig. Das ist aber. Ach. Der Stuhlgang bitte auf die Terrasse. Ja. Oh, da komme ich gerne mit. Warte, ich stehe gerade vor. Nein, ja. Du bist noch nicht. Ja, danke. Sehr unterhaltsam geht's bei uns weiter. Tut sich mein bester Freund das an? Wieso konnte ich das nicht verhindern? Du gönnst es mir einfach nicht. Peter, du warst der glücklichste Mann in Murnau. 7 Jahre Traumbeziehung, 2 Wohnungen, 60 Kilometer Pufferzone nach München. Leute, sie ist es einfach. Da bin ich mir ganz sicher. Und genau deswegen solltest du das nicht aufs Spiel setzen. Nach 7 Jahren zusammenziehen, das geht schief. Schließ nicht immer von dir auf andere. Ach, schon komisch. Ein ganz neues Leben. Der Peter und ich, das neue Haus, die Kleinstadt. Ich meine, nirgendwo habe ich so viel Zeit verbracht wie in dieser Galerie. Ja, deswegen will ich dich auch die nächsten Wochen nicht sehen. Lass dich morgen von den Versicherungsmenschen nicht über den Tisch ziehen. 50% gehören immer noch mir. Als stille Teilhaberin. Eine ganz stille. Sag mal, warum hast du nicht gleich die ganzen Umzugsleute gespart? Meine heiligen Stücke transportiere ich immer noch selber. Ah. Und die Koffer? Meine Klamotten. Wenigstens müssen wir nichts im 5. Stock tragen. Bist neidisch? Na. Aber mit einem Kerl wie Peter würde ich auch zusammenziehen. Ich hätte nur nicht so lange gewartet. Ist schon recht. Sperr ab und schick dich. Wir treffen uns nur noch am Haus. Hi, Boss. Wenn was ist, Handy. Die Handwerker sind gestern Abend fertig geworden. Schau's dir an. Nein, wir warten auf Katharina. Muss ja gleich da sein. Sag bloß, du wirst die Braut über die Schwelle tragen. Wie hast du nur bei deinem Mangel an Romantik so viel Erfolg bei Frauen? Dann will ich das junge Glück nicht stören. Toi, toi, toi. Danke.
Vorsicht, Vorsicht. Wow, die neue Willkommen in unserem neuen Zuhause. Bitte, bitte lass mich runter, bitte. Endlich. Spinnst du, der war teuer. Ab jetzt gibt's nur noch uns beide. Was ist das? Was? Das erste erreichen Sie mich beim Herrn Meininger. Ja, alte Adresse. Ja, gut, ich warte. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt im neuen Haus, steht oben alles unter Wasser. Ja, gut, gut. Wenn du mehr weißt, dann meldest du dich. Einer der Arbeiter muss den Hahn offen gelassen haben, und als sie dann den Haupthahn aufgedreht haben. Aber der Breitenbacher sagt, die kommen natürlich zu den Schaden auf. Halt, halt, das nehme ich. Ja. Und wie lange wird es dauern, bis das wieder in Ordnung ist? Schwer zu sagen. Es kommt darauf an, wie tief das Wasser in den Wänden und im Boden steckt. Hallo? Nein, ich weiß selbst nicht, wie lange es dauert. Ja gut, vielen Dank. Also, die Spedition wird jetzt meine Möbel erst einmal einlagern. Das war's, glaube ich. Ja, dann machen wir uns erst mal einen schönen Abend. Sie essen mit uns. Ich mache Ihnen dann im Arbeitszimmer schon mal das Bett, ja? Na, danke. Ich muss heim. Oh, schade. Aber danke für alles. Ich wünsche dir schöne erste Nacht und pass mit deinem Rücken auf nach der Schlepperei. Reiß dich bloß zusammen. Ich bin schon weg. Bleiben wir halt erstmal hier bei mir, muss uns die Familie eben nur ein bisschen aushalten. Das geht schon für die paar Tage. Ha? Katharina? Na komm. So schlimm ist doch auch nicht. Wir waren auch schon vorher hier zusammen. Ich habe uns was Schönes aus München mitgebracht. Alle deine Leibspeisen. Und. Zum Dessert? Ich wusste, dass Opa nicht einfach auszieht. Benni. Oh, ist was passiert? Ja, wir hatten einen Wasserschaden. Schlimm? Schwer zu sagen im Moment. Hallo erst einmal. Servus. Bleibst du denn doch hier? Ein paar Tage wird schon dauern, bis wir ins neue Haus umziehen können. Ist doch kein Problem, wir haben genügend Platz. Bleiben wir halt noch eine Weile oben. Essen ist gleich fertig. Eigentlich wollten wir... Aber heute ist Samstag. Samstag ist Spaghetti-Tag. Ich hätte gedacht, dass ich nach 7 Jahren noch was Neues über dich erfahre. Wenn du hier wichtig wohnst, sollen wir Oma zu dir sagen? Benni, wenn du weiterhin Geschenke von mir haben willst, dann lieber nicht. Nimmst du keine Bolognese? Ja, bitte dich, doch, Saskia ist doch Vegetarierin. Ja, ich esse nie wieder was, das meine Familie hatte. Ja klar, aber letzte Woche hast du mir noch mein halbes Schnitzel weggegessen. Und, fällt dir das schwer? Naja, also ich meine, wenn ich Einzelkind wäre, wäre es kein Problem. Ja, gibst du mir mal den naja, aber sie macht das ja alles nur, weil sie für die Schule einen Film über Massentierhaltung dreht. Und dafür war sie im Schlachthaus. Und dann hat sie mich gezwungen, das anzusehen. Mhm, ist auch wie Kinder, nicht schon wieder. Das sage ich Papa, wenn er aus China zurückkommt. Hey, Chile. Er ist in Chile, nicht in China. Das ist ja wieder mal eine Brauerei in der weiten Welt. Na, die wohl leider nicht mehr. Die muss dann kann er endlich wieder mit mir Fußball spielen. Genau. Und für was filmst du jetzt? Jetzt für die Schule. Meine Familie. Darauf kannst du dich gefasst machen. Vor Saskias Kamera ist niemand sicher. Florian, bitte lass sie. Ja, ist ja gut. Katharina, willkommen in unserem Alltag. Ich bin in den letzten Jahren in kleinen Dosen geimpft worden. Die paar Tage dürfte ich resistent sein. So, meine Lieben, ich pack die Katharina. Und wenn ihr jetzt da unten gleich was ganz furchtbar knallen hört, dann ist das nicht unser erster Streit, sondern ein Champagnerkorken. Vielen Dank fürs Essen. Mein Gott, ist das schön. Das blaue Land. Ich habe hier noch was für dich. Für mich? Ja. Oh.
Woher weißt du? Weißt du, ich weiß nicht, dass du heimlich Bettsocken trägst, wenn ich nicht da bin. Ich hab auch was für dich. Ich hätte so gerne.